Willkommen zum Crashkurs Musiktheorie. Hallo, mein Name ist Konstantin Taffet. Ich bin Geiger und ich habe erste Erfahrungen als Schauspieler. Ich beginne heute mit der Einführung. Es geht um die Frage, wozu brauchen wir die Musiktheorie? Um ein so kompliziertes Instrument wie die Geige oder auch genannt Violine zu spielen, braucht man sehr viel Übung und Erfahrung. Um ein sehr hohes Niveau in der klassischen wie in der modernen Musik zu erreichen, ist es aber auch ein sehr gutes theoretisches Wissen über die Musik und über unser Notensystem notwendig. Unser Notensystem ist im Grunde eine mathematische Beschreibung von unterschiedlichen Tonhöhen, sogenannten Intervallen, Dreiklängen und so weiter, aber auch der zeitlichen Abstände zwischen den Tönen. Letztere bestimmen den Rhythmus bzw. die Taktart. Alles zusammen ergibt dann eine Melodie, wie wir sie hören und spielen. Was man nicht exakt mit Noten, Notenschlüsseln, Pausenzeichen und so weiter beschreiben kann, wie beispielsweise das Tempo oder das Temperament eines Stückes, wird in der klassischen Musik mit italienischen Begriffen bezeichnet. Zum Beispiel werden solche Wörter wie forte, fortissimo, presto, piano oder vivace und viele andere von den Profis verwendet. Wir müssen folglich etwas Italienisch lernen, auch wenn sich englische Begriffe wie slow down und andere in der Rock- und Popmusik durchgesetzt haben. Vor allem ist die Blues- und Jazz-Szene angelsächsisch geprägt. Aber das ist hier nicht unser Thema. Musiktheorie und Musikgeschichte der westlichen Kultur sowie weit darüber hinaus sind auf jeden Fall sehr interessant und wichtig für die Musiktheorie und für das Verständnis von Liedern und Musikstücken in verschiedenen Formen. Bis hin zu großen Opern, Konzertkompositionen der alten Meister. Das gleiche gilt für die Werke von modernen Komponisten, die Leistungen von heutigen Dirigenten, Solisten und aktuellen Orchesteraufführungen. Zu all diesen Begriffen und Hintergründen möchte ich in den folgenden Video-Tutorials ein paar Grundlagen vermitteln. Insgesamt habe ich bisher 10 Folgen je 3 Minuten geplant. In den nächsten Videos behandeln wir, jeweils nur kurz und im Überblick, die folgenden Schwerpunkte: Notenschrift und Pausenzeichen, Rhythmus und Dynamik, die Tonleiter in der Grundtonart C-Dur am Piano, wie auch im Geigenspiel, die Tongeschlechter Dur und Moll, die wichtigsten Tonarten mittels Quintencircle, also 12-mal Dur und 12-mal Moll, die Dreiklänge und deren Umkehrung. Später folgen dann weitere Themen, wie Vierklänge oder andere Akkorde, bis zu Funktionen und Kadenzen, sowie etwas Formlehre über die Struktur von Musikstücken. Bleibt gespannt auf die nächsten Tutorials. Abonniert gerne diesen Kanal, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und aktiviert zusätzlich die Glocke, damit ihr direkt benachrichtigt werdet. Über Kommentare freue ich mich natürlich immer sehr. Und dann noch ganz liebe Grüße an William, Finn und Mia, die wollten nämlich, dass ich sie in diesem Video grüße. Und ciao.